Hallo und willkommen zurück bei The Legend of Dragoon. Wir wollen jetzt mal Richtung oder in Lavets Haus gehen. Richtung. Warte. Sobald ich König Albert alles mitgeteilt habe, werde ich zu Hause einen Besuch abstatten. Als Ritter muss ich Priorität setzen. Wenn du meinst. Okay, dann war das wohl für die Blume. Eigentlich für den Arsch, aber ich sag gerne Blume. Blume! Müssen wir erstmal zum Palast. Sonst wird uns Lavets das nicht verzeihen. Jetzt ist der Cappuccino weg. Jetzt nerve ich euch damit nicht mehr. Oder? Mal gucken. Ist vielleicht noch ein Stückchen drin? Ich habe noch einen Tropfen gefunden. Wo gehen wir lang? Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier unten rein. Ach du meine Güte. Hallo, Auto mit Fernlicht. Tüt, tüt. Wer bist du? Ganz unser Sir Lavets. Sie sind wirklich lebend zurückgekommen. Nicht so wie 99% der anderen Leute. Der anderen Ritter, die wir da in den Krieg geschickt haben. Weicheier. Hier ist eine Kiste. Funkenpfeil. Nein. Erinnert ihr euch, wir haben doch in der letzten Folge im Waffenladen haben wir einen Funkenpfeil gekauft. Den hätten wir uns sparen können. Egal. Sehr zum Streitross geeignet. Alle Pferde sind weg. Gar nicht wahr, da steht noch eins. Naja. Wahrscheinlich alle anderen Pferde sind weg. Was ist das denn hier krasses? Was? Wo sind wir? Ein bombastischer Ort. Aha. Hallo? Oh, Lavets, willkommen! Alle haben sich um dich gesorgt. Dann gib mir all dein Geld! Wir sprechen mit dem trainierenden Ritter. Sir Lavets, schnauf, schnauf. Schön, sieh wohl auf, schnauf zu sehen. König Albert wird, schnauf, wird, nee, nicht schnauf, wird sie gerne empfangen. Okay. Ja, ich weiß, das Schnauf liest man nicht mit. Aber ich hatte gerade keinen Bock auf Soundeffekte. Ja, so. Habe ich sie nachgeliefert, okay? Ein bombastischer Ort, ja. Sagtest du bereits. Hier ist ein Koch oder so. Sir Lavets! Ich hab's gewusst! Ja. Schön, dass du mich noch kennst. Autsch, puh! Ein Star, das erhalten. Er war im Feuer. Hat jetzt nur Verbrennungen dritten Grades zur Folge, aber pff, das nehmen wir doch ohne Probleme auf uns. Ne? Warum ich alles so checke, weil es gibt doch Geheimgänge und ich will eigentlich überhaupt nichts vergessen. Na gut, hier geht's noch nach oben. In die königlichen Gemächer, wo die dickste Beute ist, natürlich. Nicht pfeifen während Let's Plays. Nein. Das ist verboten. Eigentlich ist viel verboten und ich breche trotzdem alles. Aber egal. Ich muss es mir ja nicht angucken. Oh Mann! Sir Lavets! Wann sind Sie zurückgekommen? Vor ein paar Minuten. Nicht lange her. Durchsuchen wir immer noch weiter auf der Suche nach Stardusts. Come on. Show yourself! Nix und wieder nix. Oh, Moment. Hier ist die Leiter. Die wird uns wahrscheinlich jetzt darunter führen. Und dann ist da nochmal eine Leiter, glaube ich. Yep. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Hier oben sind wir.
Jetzt nehmen wir mal das Rädchen hier und... Ach, die Türen sind offen! Okay. So macht man das also. Prima. Und gehen wir mal weiter. Gut, dann werden wir den Ort da unten nochmal einen Besuch abstatten später. Wenn ich wieder Zeit habe. Oder hier wieder rauskomme und mich nicht verlaufe. Naja, also ich glaube, ich... Das ist eigentlich recht einfach gestrickt, der Ort hier. Ist nicht kompliziert. Naja. Oh, Ritterrüstungen. Könnten wir uns ja eine mitnehmen. Würde sicherlich nicht auffallen. Wie es auch nicht auffällt, dass wir gerade 50 Gold stehlen. Sir Lovitz, willkommen! Ja. Stamm gestanden heißt das hier. Das ist ein Befehlshaber, ja? Tust du so, als ob du gerade mal nicht in der Armee warst. Lass mich durch, Batzex hier, Batzex. ja. Den habe ich jetzt ordentlich von hinten. Wir gehen mal nach oben. Das ist in der Armee normal, ja? Zärtlichkeiten unter Männern. Das sind die gewöhnt. Deswegen hat er auch nichts gesagt. Was ist das? Ein Stardust, dankeschön. So, Sir Lovitz, willkommen unter den Lebenden. Ich war nicht tot, hallo? Sie sehen müde aus. Wie wär's mit etwas Musik und Entspannung? Klar. Bringt die Nutten rein. Und dann noch ein bisschen Drogen und dann können wir uns richtig entspannen. Jetzt geh mir aus dem Weg, du alte Schachtel. Gottverdammter. Danke. Mensch. Ah, wir haben Stardust erhalten, das ist cool. Sir Lovitz! Sie sind wohlauf! Ich kann es immer noch nicht glauben, obwohl Sie hier vor mir stehen! Ich bin nur eine Illusion, ich bin nur eine Illusion, la 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 la. Ne. Bin ich nicht. Ich bin ein Geist! Was mache ich hier? Gott verdammt! Nach Tastatur! I hate you! Oh, gibt's hier eine bombastische Aussicht? Nein. Wir sehen Wasser. Hat auch was. Aber hier ist noch eine Leiter. Die wir mal... hinuntersteigen? Sind wir jetzt runter oder hoch? Runter. Okay. Und da ist noch eine Kiste. Aktivring erhalten. Okay, was ist das denn? Klingt mysteriös. Aktivring verhindert. Achso, verhindert Ausnahmezustand Entmutigung. Ah, ja. Werde ich dann, falls es die Situation. Also, falls es die Situation bedarf, dann ausrüsten. Gibt so spezielle. Zwischen Endbosse, die dann halt sowas speziell benutzen. Also es ist ganz hilfreich, solche Ausrüstung zu haben. Aber ich habe doch noch eine Kiste gesehen, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ach so, okay. War leichter, als ich dachte. Mit 100 Gold. Mensch. Also an Geld mangelt uns zum Glück gerade nicht. Wir sind ganz gut wohlhabend. Freut mich. Wir müssten langsam mal oben angekommen sein. Ach, hier oben scheint der Thron zu sein. Hat der König eine Augenklappe? Ich, das Oberhaupt der ersten Ritterschaft, Sir Lovitz Slumbert, melde mich aus der Schlacht zurück. Oh! Ne, wie sprechen wir ihn? Oh, Lovitz! Ich war schon etwas beunruhigt, da ich hörte, du seist vermisst. Oh, bitte. Macht es euch bequem. Ihr alle. Eure Hoheit? Es ist mehr, als ich verdiene. Oh, Moment. Seht ihr den Mann da hinten? Ist das nicht der Kuttentyp? Fällt mir gerade so auf. Minister Noosh. Das ist wahr.
Eure Hoheit war so bestürzt, dass er sich nicht einmal mehr um die Staatsangelegenheiten kümmern konnte. Oh, Norris, bitte verspotte mich nicht. Lawitz ist ein Freund aus Kindertagen und ein Meister der Kriegskunst. Wie dem auch sei, wo bist du gewesen? Nachdem meine erste Ritterschaft geschlagen war, wurde ich von Sandora gefangen genommen und gegen meinen Willen im Gefängnis von Helena festgehalten. Was? In Helena? Aber dank der Heldentaten dieses jungen Mannes gelang es mir auszubrechen. Lasst mich euch diese Leute vorstellen. Das ist Dart und das ist Shayna. Sie sind aus Celes. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr Lawitz gerettet habt. Lasst mich euch meine Dankbarkeit zeigen und sagt mir, ob ihr etwas benötigt. Wie gesagt, Macht, Geld und Frauen. Nur drei Dinge. Ich möchte um einen Gefallen bitten. Ist es möglich, Shayna in dieser Burg in eure Obhut zu lassen? Was? Es scheint, als habe es Sandora-Reich Celes nur angegriffen, um Shayna zu entführen. Sie könnten jederzeit wieder hinter Shayna her sein. Und wenn ich daran denke... Ist das der Grund, warum du mich hierher gebracht hast? Shayna. Dart. Shayna. Dart. Was? Ich kann mit Dart Schritt halten. Darauf habe ich hingearbeitet. Wir können die Zeit, die wir getrennt waren, nicht mehr rückgängig machen. Aber jetzt will ich mich immer mit dir zusammen. Jetzt will ich immer mit dir zusammen sein. Leider kannst du sie nicht hier lassen. Das Sandora-Reich hat jetzt die Macht des Drachen und ist in die Offensive gegangen. Wir halten die Front in Hawks. Wenn der Drache aber auch auf niedrigen Bahnen fliegen kann, dann kann er die Burg direkt angreifen. Wir können sie dann nicht mehr verteidigen. Noch nicht mal mit Schutzschilden. Schutzschild gegen den Drachen. In Serdio ist jetzt kein Platz mehr sicher. Außerdem weißt du ja, was sie für dich empfindet. Oder etwa nicht? Nee, eigentlich nicht. Shayna, vielleicht wird es jetzt noch gefährlicher werden. Dart, solange ich bei dir sein kann, macht mir das nichts aus. Okay. Gut, dann nehme ich meine Bitte zurück. Aber noch etwas. Ich würde Minister Nowish gern noch etwas fragen. Tja, frag mich, was du willst, mein Sohn. Mein Kopf ist voller Legenden und Geschichten des Endiness-Kontinents. Also der Kontinent heißt Endiness. Ich habe auf meiner Reise nach dem schwarzen Monster gesucht. Das schwarze Monster? Das Monster, das vor 18 Jahren Nid angegriffen hat. Ich weiß nur, dass es mich und meine Eltern um mein Heimatdorf gebracht hat. Du warst ein Opfer des Teufels! Ich möchte alles erfahren. Bitte erzählt mir davon. Es gibt kaum noch Informationen darüber. Alles, was mit ihm im Zusammenhang stand, wurde in Schutt und Asche gelegt. Ich weiß nur, dass das schwarze Monster als der Teufel bekannt war, der großen Allmacht nicht gehorchte. Und es wird gesagt, dass er den Gott verschlungen hat. Dass er den Gott verschlang? Was? Oh. Die Folge ist jetzt zu Ende. Bis zum nächsten Mal.